Ich. Hallo? Oh Gott! Leute, ich erzähle euch mal von einer der einprägendsten Filmszenen meiner Kindheit. Und ihr könnt dann gerne in die Kommentare schreiben, um welchen Film es sich handelt, aber schaut ja nicht vorher in die Kommentare, weil das wäre asozial. Bist du asozial? Bruder, du musst doch nicht gleich mit Ja antworten. Ich meine, dass du ein kleiner Assi bist, das sieht jeder, aber trotzdem. Versuch das doch wenigstens zu verbergen. Sei doch mal cool. Egal, ich erzähle dir trotzdem davon. Und du versuchst den Film zu erraten. Ich bin ziemlich schlecht im Erklären. Es ist ein dunkler, regnerischer Tag. Ich sitze vorne im Auto. Hinter mir zwei Kinder. Okay, das hört sich falsch. warte mal, ganz kurz, okay? Es ist nicht das, wonach es aussieht. Verdammt, lass mich weitererzählen. Wie gesagt, es ist dunkel und regnerisch. Oh, verdammt, ich lasse es einfach, okay? Es ist Jurassic Park. Wir spielen heute das Jurassic Park T-Rex Breakout Free Dinosaur Game. Ja, die haben da in Klammern irgendwie hintergeschrieben Free Dinosaur Game. Die dachten, das ist nötig. Auf jeden Fall gibt es diese eine Szene von Jurassic Park. Da, wo der Typ aus dem Auto rausläuft und die Kinder alleine lässt, um auf die Toilette zu gehen und zu scheißen. Where do you gotta go, you gotta go. Ja, das war einer meiner Kindheitsszenen. Erklärt einiges, oder? Verdammt. Und Leute, falls ihr es noch nicht getan habt, hinterlasst gerne ein Like und ein Abo. Es ist nur ein Klick. Tyrannosaurus Rex. Danger. 10.000 Volt? Alter, das ist viel. Press L. Oh mein Gott. Auf den Scheiß bin ich echt gehypt. Hey, T-Rex, willst du nicht ein, zwei Meter näher kommen und den Zaun berühren? Ist nur ein kleiner Elektroschock von 10.000 Volt. Press Enter. Ich bin echt gehypt auf das Spiel. Okay, wir sind im Auto. Sind die Kinder auch da? Verdammt, die Kinder sind nicht da. Ich. Hallo? Oh Gott. Was soll ich tun? Der frisst mich jetzt nicht auf oder so. E to get outside. Als ob ich jetzt noch rausgehen würde. Verdammt. Da draußen ist ein riesiger T-Rex. Okay. Wo ist das WC-Häuschen? Das ist schon das Ziel des Spiels. Wir müssen nur ins WC-Häuschen gehen. Aber wann gehen wir am besten? Der schleicht die ganze Zeit um das Auto rum. Und vorne steht sogar das Wasser. Nostalgie pur. Vielleicht sollen wir erstmal ins andere Auto laufen. Macht das Sinn? Oh mein Gott, der T-Rex dreht sich. Verdammt. Ah! Komm schon, da ist niemand drin. Okay. Das ging echt nach hinten los. Restart, Enter, Exit, Escape. Ich liebe so welche leichten Menüs. Wirklich, da kannst du echt nichts falsch machen. Ich restarte. Okay. Verdammt, dieser T-Rex ist halt riesig. Oh mein Gott. Wie sollen wir das dann machen? Ich werde ihn jetzt erstmal beobachten und gucken, was er macht. Ich glaube, das ist das Schlauste, was wir tun können. Oh mein Gott, wie bin ich in diese Lage gekommen? Wie kommt man denn zu einer Lage? Jurassic Park war ein mieser Horrorfilm. Langsam. Alles ist gut. Ich glaube, er hat immer denselben Rhythmus, wie er läuft. Er läuft jetzt da hinten zum Auto. Ich beobachte jeden verdammten Schritt, den du machst. Und bam, ich bin weg. Glaub mir. Okay, er kommt jetzt wieder zu uns. Wir brauchen möglichst viel Distanz zwischen ihm und zwischen uns, um möglichst weit zu kommen. Oh, warte mal, was ist denn das da hinten für ein Schild? Oh, ich glaube, das da hinten ist schon das Toilettenhäuschen. Warte. Was tue ich hier? Ach, ich kann die Sitze wechseln. Ich kann auch auf der anderen Seite rausgehen. Das wusste ich nicht. Okay. Wenn wir auf der Seite... Können wir auch nach hinten gehen auf die Sitze? Nein. Wir können nur zwischen den beiden Sitzen hin und her wechseln. Er läuft wieder vorne zum Auto. Okay. Ich sollte es jetzt gleich nach draußen wagen. Ich musste noch einmal kurz sehen, was er macht. Da hinten ist übrigens das Tor, wo er hergekommen ist. Oh shit. Jo. Oh mein Gott. Der weiß, dass ich hier drinne bin. Ich laufe jetzt. Wechsel den Sitz, komm schon.
und einfach laufen. Das ist das Toilettenhäuschen. Oh mein Gott, er dreht sich um. Wieso kann ich nicht sprinten? Wieso laufe ich normal? Restart. Ja, das war so ungefähr das komplette Spiel. Wir haben das Toilettenhäuschen erreicht. Mehr gibt es in dem Spiel halt echt nicht zu tun. Das ist so ein simples Spiel, es ist aber so geil gemacht. Verdammt, ich habe mir irgendwie ein kleines bisschen mehr erhofft. Aber es ist halt mehr diese Simulation. Ich gucke mich trotzdem nochmal ganz kurz hier um. Mir ist egal, wie T-Rex... Alter, verdammt, der ist echt angsteinflößend. Und das Problem ist, ich kann nicht mal sprinten. Das macht keinen Sinn, wenn so ein verdammter Dinosaurier vor dir ist. Alter, ich sprinte. Aber mir soll es recht sein. Ich glaube, wir können jetzt direkt am Anfang... Da kommt der T-Rex. Da können wir übrigens nicht lang gehen, wo er gerade herkommt. Was steht hier eigentlich? No feeding. Ich soll das Ding hier nicht füttern? Ach was. Wäre ich nie drauf gekommen. Warte, was sieht der T-Rex mich über... Okay, ich und der T-Rex, wir sind jetzt Freunde geworden. Wir sind jetzt Freunde. Oh. Ja, ist halt ein ganz Minispiel, ne? Viel mehr gibt es hier nicht zu tun. Vorne im Auto ist niemand drin und die Kinder sind auch komisch. Es soll sich nicht falsch anhören. Leute, ich beende das kleine Mini-Video hier. Ich bedanke mich trotzdem fürs Zuschauen. Liken und Abonnieren sowieso nicht vergessen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.